Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zum Replay-Dienstag. Wir haben heute zwei französische Panzer, die wir uns anschauen. Und in der ersten Runde schauen wir GeForce 2014 zu, wie er seinen CDC Premium Tier 8 Medium Panzer der Franzosen fährt. Und was als erstes auffällt, er hat keine einzige Kugel APCR dabei. Ich bin gespannt. 212 Pen mit AP. Mit APCR wären es sogar 259 gewesen. Und er ist hier auf Polargebiet. Ah, wir machen mal hier die Liste. Genau. Und er fährt jetzt erstmal auf den Camperhügel, obwohl er Top-Tier ist. Aber der CDC hat nicht viel Panzerung. Was heißt nicht viel? Er hat eigentlich gar keine Panzerung. Und er ist da auch schon offen. Ihr seht also, diese Position ist nicht unbedingt das Allerbeste, was man am Anfang anfahren kann. Denn wenn man da wie der Cromwell einen Gegner hat, der spottet einen auf, beziehungsweise der MT-25 und der T-62 oder was ist der Type 62 da unten auf D-7 stehen. Das ist ziemlich gefährlich, da kann man auch ganz schnell rausgehen. Gerade wenn auf dem gegnerischen Camperhügel auch einige stehen. Und der Ferdinand hier, der ist, naja gut, also der hat zwar ein bisschen Panzerung, die er anbieten kann, aber im Grunde ist es nicht wirklich empfehlenswert. Die Hellcat hat er jetzt schon zweimal gefressen, das ist gut. Gegen die hat er auf jeden Fall keinerlei Probleme. Aber eigentlich ist der CDC eher ein Fahrzeug, ja, er ist halt wirklich mobil und deswegen kann man ihn auch schon gut aus der Bewegung rausspielen. Er ist so ein bisschen ähnlich vielleicht wie der Cromwell, vielleicht nicht ganz so krass, aber der CDC ist halt wirklich wunderbar schnell. Ich weiß gar nicht, wie viel Topspeed es sind. 57, glaube ich. Und er hat auch eine wunderbare Gun Depression. Das ist auch nochmal so ein Herausstellungsmerkmal dieses Panzers. Er wartet jetzt hier, dass links irgendwas aufgeht. Nur, tja, da geht nichts auf, denn der eigene IS-3 kämpft sich auf G1 zu Tode. Und auf der linken Seite ist wirklich niemand, der ihm irgendein Ziel aufmachen kann. Na, schauen wir mal. 0,34 ist die Genauigkeit der Kanone. Das ist gut, aber nicht herausragend, sage ich mal. Und 2,2 Sekunden Einzielzeit ist guter bis sehr guter Durchschnitt. Also, ich bin ein bisschen überrascht über die Werte des CDCs. Ich hatte gedacht, die Kanone ist noch ein bisschen besser. Aber gut. Schauen wir mal, was er denn machen kann. Er hat schon zweimal Schaden gemacht auf die Hellcat, wie gesagt. Und jetzt ist er hier eher in der defensiven Position und wartet, dass die Gegner kommen. Alles andere ist auch sinnlos, da jetzt vorzufahren. Da wastet er sich schon. Kann der IS-3 von da hinten wirken? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verschießt er hier erstmal auf den gegnerischen IS-3. Und kriegt jetzt auch nicht nochmal so ein richtiges Schussfeld hin. 212 Pen in den Turm von dem IS-3. Na, jetzt in die Seite. Schuss. Ja, der könnte getroffen haben. Die Kugeln vom CDC... Nee, er hat zumindest keinen Schaden gemacht. Vielleicht hat er getroffen. Aber die Kugeln vom CDC fliegen angenehm schnell. Auch die AP-Kugeln. So, und jetzt... Ja, jetzt kommt da unten von unten noch der MT-25. Jetzt muss er hier wirklich aufpassen. Ich hoffe, dass der Charioteer da ein bisschen hilft. Er hofft jetzt, dass der IS-3 dann nochmal links vom Stein rauskommt. Schauen wir mal. Das ist jetzt hier ein... hallo. Ja, 212 Pen beim IS-3. Das ist keine Garantie, dass man durchkommt. Jetzt haben wir hier... Das war jetzt ein Replay-Bug. Den hat er höchstwahrscheinlich gesehen, aber auch den hat er nicht penetriert. Er hat keinen sechsten Sinn. Das haben wir ja schon oben auf dem Camperhügel festgestellt. Und jetzt müssen wir einfach mal warten, was hier passiert. Der Jagdtiger 88 von ihm hat gerade nach Hilfe gerufen. Der steht auf H3. Ja, was will er denn für Hilfe? Ich meine, der CDC spielt hier den Spotter, aber... Ja, genau. Ja, genau. Wir prallen an dem 6er, nee, an dem 7er Light ab oder kommen da nicht durch. Das ist wieder mal RNG for the win, würde ich mal sagen. Ja, und der IS-3 da, den kriegt er halt nicht. Interessant ist, dass er Type 62 ihn da aufmachen kann, und aber im Gegenzug er ihn nicht. Ja, das ist so das Scout-Problem.
Und damit weiß natürlich auch der IS-3, dass er da ist. Und er steht hier nicht unbedingt Arti-safe, wenn die gegnerische GW-Panther da sich entsprechend hingestellt hat, dann könnte die ihn auch treffen. Der einzige Vorteil, den er jetzt hat, ist, dass sein Team auf der rechten Seite schon ziemlich durch ist. Er muss jetzt eigentlich nur versuchen, das Gefecht hier lang zu machen. Das heißt, in die Länge zu ziehen, dass er ja, seinem Team Zeit verschafft, dort am gegnerischen Cap aufzuräumen. Oh, da kommt jetzt der IS-3 KV-85. Den kann er wunderbar penetrieren. Genau. Da würfelt er sogar hoch. 240 ist der Alpha vom CDC. Der... Ah, schade. Da hat er gesnappt, aber ihn leider nicht getroffen. Aber der KV-85 auch nicht. Ah, in die Seite. Der war stark angewinkelt. Aber er hat ihn gekettet. Und da hat jetzt, so wie es aussieht, die Arti drauf geschossen. Kann er vielleicht... Hä? Wo hat er denn da jetzt hingeschossen? Das habe ich nicht verstanden. Ich würde jetzt mal gucken, ob vielleicht auf den CDC dazu kommen oder auf den IS-3. Er konzentriert sich jetzt hier sehr auf den... Oh, ein IS ist da auch noch. Warum nimmt er den nicht? Ich würde jetzt erstmal auf den... Genau, da der IS. Guck mal, der ist doch schön. Genau, in die Seite. Ich hätte nochmal versucht, auf die Ketten zu schießen. Also ein Stück weiter vorne. Denn so ein geketteter Panzer... Der bietet immer ein schönes Ziel und im besten Fall oder im schlimmsten Fall repariert der halt. Damit hat er aber sein Rap-Kit schon verbraucht. Und wenn man es dann schafft, ihm noch irgendwas kaputt zu machen, dann, ja, bleibt das kaputt. Und das kann sehr, sehr ärgerlich sein. So, ich weiß nicht, warum man jetzt dort hin zielt. Der KV-85 ist raus. Der wird dort nicht mehr rauskommen. Ich würde jetzt also mal lieber gucken, ob man den IS da auf D2 nochmal aufbekommt. Das wäre jetzt mein großer Tipp. Hat er scheinbar, also entweder spielt er ohne Modpack und weiß nicht, dass der KV-85 raus ist, beziehungsweise auf Vanilla-mäßig zeigt es ja World of Tanks eigentlich auch mittlerweile an. Aber gut, es sieht jetzt gar nicht mehr so gut aus. Sein Team hat auf der rechten Seite doch einiges eingesteckt und ist da auch wieder in die Defensive geraten. Er muss jetzt hier eigentlich ein bisschen agieren, ne? Er muss jetzt versuchen zu spotten. Und eventuell vielleicht auch zusammen mit dem Chariot hier da ein bisschen aggressiver reingehen. Ja, IS in die Seite. Oh nein, IS in die Seite. Das wäre so wichtig gewesen, der Schuss. Aber ja, so hat man halt immer noch einen vollen IS-3 da stehen. Das ist nicht so schön. Und die M44, die eigene Artillerie, kann da nicht hinwirken. Die ist auch, glaube ich, eher damit beschäftigt, rechts die Flanke zu halten. Ja, in solchen Augenblicken würde ich halt wirklich versuchen, den Gegner zu tracken, also ins vordere Kettenrad zu schießen. Dann steht er dort nämlich und im günstigsten Fall kann das Team halt drauf schießen und Support Damage geht halt auch mit in die Gun Mark ein. Oh, hallo CDC. Ja, schön. Schön, der ist gekettet. Oder war gekettet. Nimm ihn raus, okay. Der Jagdtiger 88 nimmt den gegnerischen CDC raus. Sehr gut. Jetzt ist immer noch nur der IS-3 und der IS da. Und der Charioteer versucht da jetzt die ganze Sache ein bisschen zu umrunden. Das Problem ist, dass der Charioteer dort an der Stelle, wo er jetzt steht, eigentlich nicht wirklich arbeiten kann. Denn er hat keine Gun Depression. Ich würde jetzt auch an deiner Stelle vorfahren, den Charioteer dort zu unterstützen. Das ist jetzt... schlecht, denn gut, er versucht jetzt halt den Super Pershing rauszunehmen, aber jetzt musst du drauf. Du musst den Chariot hier unterstützen, wollte ich sagen. Ja, damit ist er raus. Fahr vor. Auch wenn der dicke Maxer da hinten steht, der Move wäre jetzt wirklich wichtig gewesen. Das war jetzt rundenentscheidend. Jetzt ist es im Grunde schon fast zu spät davor zu fahren, denn jetzt... kämpfst du alleine gegen den IS und kriegst höchstwahrscheinlich vom dicken Max oder vom T34-1 noch Schüsse rein. Zusammen mit dem Chariot hier wäre das ein bisschen anders ausgegangen. Aber gut, jetzt IS von hinten, das ist wichtig. Komm, nimm ihn raus. Oder beziehungsweise, ja, track ihn oder mach ihm einfach Hitpoints weg. Der dicke Max kann nicht auf dich wirken. Sehr gut. Der IS ist jetzt ein bisschen verpeilt, den Schuss... Ja, er ist verpeilt, okay. Den Schuss wirst du dir, brauchst du den nicht fangen. Sehr gut. Dann jetzt den dicken Max erstmal. Digger Max. Digger Max. Links, Digger Max. Da hast du Glück. Sehr schön. Und jetzt den IS-3 von hinten. Da kannst du auch noch wunderbar Schaden abfarmen. Ja, die Runde. Wir haben gesehen. Manchmal, Map Awareness oder wie man so schön sagt, die Situation erkennen, wann man drücken muss. Ein Ticken ver... Oh.
am Heck vom IS-3 abgeprallt. Ein Ticken verpasst, muss man sagen. Aber so wie es aussieht, scheint das trotzdem noch gut. Oh. Jetzt kommt natürlich ein bisschen Glück noch mit dazu. Das muss man sagen. Denk dran, die RT gibt es noch. Immer in Bewegung bleiben. Und du, das kam auch gerade noch ein Schuss von hinten. Der T34-1 steht entweder noch dort oben oder steht an einer Position, wo er gerade auf dich schießen konnte. Jetzt würde ich halt versuchen, irgendwie an den, also die Position zu wechseln, ohne dass man dabei aufgeht, und dann im Gegenzug versuchen, den T34-1 zu scouten. Ja, wir haben halt keinen sechsten Sinn. Oder G-Force hat besser gesagt keinen sechsten Sinn auf seinem CDC oder auf der Mannschaft. Deswegen ist das jetzt ein bisschen schwierig. Das kann auch noch ganz schön nach hinten losgehen. Der T34-1 ist ein ziemlich starker Panzer. Auch wenn viele das Gegenteil behaupten. Aber ich weiß zum Beispiel vom Scheiß Cyborg, der liebt das Teil. So. Er sucht sich jetzt die RT. Er hat 2500 Schaden gemacht und 3 Kills. Jetzt bin ich gespannt. Steht die RT auf A0? Oder hat sie noch versucht? Ja, da steht sie. Sie hat nicht versucht abzuhauen oder sie zu verdrücken. Ja. Du bist offen. Sie dreht sich. Der CDC nach der Zeit ungefähr Stock von 7,3. Da hast du Glück gehabt, dass sie verschossen hat. Mit einer entsprechenden Mannschaft geht es also höchstwahrscheinlich unter 7 Sekunden. Mit Ansetzer reicht es ja schon mal. Das sind ja schon mal 10%. Und da ist der T34-1. Gut, den Schuss kann man sich jetzt fangen. Der Fahrer ist tot. Den würde ich trotzdem reparieren, denn tote Crewmitglieder kriegen keine XP. Das darf man nicht vergessen. Wenn ihr also ein totes Crewmitglied habt und die Runde ist vorbei und ihr heilt es nicht, dann bekommt dieses Crewmitglied für diese Runde keine Erfahrungspunkte. Deswegen immer meine Empfehlung, auch wenn es im ersten Moment keinen Sinn macht, den Fahrer jetzt noch zu reparieren, tut es, denn so bleibt die Mannschaft auf einem Niveau. Wobei, so oft passiert das dann auch wieder nicht. Tja, ich würde sagen, es war eine gute Runde. Es war keine Monsterrunde. Er hat 5 Kills gemacht und wir haben halt auch den Moment gesehen, wo man hätte eigentlich fahren müssen. Zum Glück ging das dann am Ende noch gut für sein Team aus. Schön gespielt, auch gut erkannt, dass es keinen Sinn gemacht hätte, alleine auf die Einzellinie zu fahren. Und dann schauen wir uns doch mal die Auswertung an. In der Auswertung sehen wir, es war eine erste Klasse. Herzlichen Glückwunsch dafür. Die Runde, ja, es war keine Panzerass-Runde, das hat man schon gemerkt. Trotzdem war es eine sehr gute Runde. Ich habe es ja auch schon angesprochen, was in meinen Augen, ich will nicht sagen, der Fehler war, aber der Moment halt, wo man hätte drücken müssen, in Ticken verpasst halt. Trotzdem, wie gesagt, dann auch am Ende ganz gut gespielt. Erste Klasse, Bruiser, Schläger, Duelland, Kämpfer und Wirkungsfeuer und das Großkaliber. 3200 Schaden, das ist für einen Tier 8 Panzer ein ziemlich guter Wert. Hat sich halt so über den Laufe des Gefechtes so zusammenaddiert, sag ich mal. Es war teilweise ein bisschen Pech dabei, zum Beispiel der Abpraller am Heck am Ende vom IS-3. Einmal oder zweimal in den angewinkelten IS-3 nicht penetriert und ich glaube auch einmal in die Seite, wo er kurz davor zugegangen war, entweder nicht getroffen oder halt auch keinen Schaden gemacht. Es hätten also durchaus, es hätte ein bisschen mehr Schaden noch sein können, aber trotzdem 3200 Schaden, das muss man in einem 8er Medium erstmal machen. 5 Kills, ganz knapp an der Top Gun vorbei, 1198 Erfahrungspunkte Basis. Daran erkennen wir, dass das Panzerass beim CDC nicht so hergeschenkt wird. Da muss man schon was dafür tun. Vielleicht hätte der 6. Kill schon gereicht. Eventuell, vermutlich, höchstwahrscheinlich würde ich mal sagen, aber am Ende weiß man es halt einfach nicht. Wir sehen, nur AP geschossen. Ich habe es ja am Anfang gesagt, er hat kein APCR dabei gehabt.
Deswegen relativ wenig Munitionskosten, obwohl er 28 Schuss abgegeben hat. Das ist schon ganz schön viel. Er nimmt also 89.000 Credits mit nach Hause, hat noch fast 600 Schaden ermöglicht und mit Premium-Account und der Bonus für Premium-Fahrzeug, für die Premium-Fahrzeugstufe, sind das am Ende fast 2.000 XP, die natürlich komplett in die Mannschaft gehen, weil erforschen muss man auf einem Premium-Fahrzeug nichts. Sehr nice, also alles beides Werte, die man natürlich gerne sieht und gerne mitnimmt. Meine Empfehlung ist trotzdem, ein paar APCR-Kugeln einfach mitnehmen. Es müssen ja nicht viele sein, aber gerade in einem 10er-Gefecht ist man mit, wie viel, 212 Pen dann doch ein bisschen, ja, limitiert, sage ich mal. Und da helfen dann die 259 mm mit APCR dann doch an der einen oder anderen Stelle aus. Weil mit 212 Pen kann es auch schon mal sein, dass man an einem Tier 10 Medium nicht durchkommt. Wenn ich da an die harten Russen denke, da wird es dann schon kritisch. Und deswegen, auch wenn es teuer ist, immer ein bisschen Premium dabei haben. Man muss es ja nicht spammen und man muss es halt einfach mit Köpfchen einsetzen. Und es macht einfach in gewissen Momenten Sinn, Premium-Munition zu schießen. Aber trotzdem, vielen Dank, lieber GeForce, für diese Runde. Und dann schauen wir mal, was uns in der zweiten Runde für ein französischer Panzer erwartet. Bis gleich. Und da sind wir in der zweiten Runde. Der zweite französische Panzer am Replay-Dienstag, gespielt von Silberzwiebel, der AMX 50-100, schwerer Panzer der Stufe 8. Und er ist im Platoon mit Navadden, der im IS-3 sitzt, auch ein schwerer Panzer der Stufe 8. Ja, schwerer Panzer, also er ist schwer, wiegt 49 Tonnen, aber hat an der Front und am Turm nur 90 mm. Das ist tatsächlich nicht allzu viel, er ist zwar ein bisschen gewinkelt, aber, na gut, viel hilft das diesem Panzer nicht. Und wir sehen auch, er ist sogar mobiler oder schneller als der IS-3. Und der IS-3 ist schon ein relativ mobiler Heavy. Man kann also sagen, dass man den AMX 50-100 durchaus wie ein Medium-Panzer spielen kann. Zumindest ein Ticken in die Richtung. Es ist ein Autoloader, wie wir sehen. Die Kanone hat 0,36 Genauigkeit. Er hat 6 Kugeln im Clip. Und lädt für den gesamten Clip im Stockzustand 50 Sekunden nach. Und die einzelnen Kugeln haut er dann innerhalb von 2,73 Sekunden raus. T-37, ja, 300 Alpha. Der zweite, weiß ich nicht, ob der zweite Schuss getroffen hat. Ja, 300 Alpha und eine Einzielzeit von 3 Sekunden, was ziemlich hoch ist. Das heißt natürlich auch, dass, wenn ihr Dauerfeuer schießt, dann geht der Zielkreis mit jedem Schuss immer weiter auf. Das ist ein Problem. Man muss also zwischen den Kugeln auch mal eine kurze Pause machen, um wieder einzuziehen. Und ansonsten ist das Fahrzeug wirklich wunderbar dazu geeignet, den Gegner in die Flanke zu fallen. 232 Pen mit AP und 263 mit AP. Ne, mit Heat. Ne, APCR. Er hat die Anordnung unten anders. Entschuldigung, ist APCR. Er hat kein HE dabei und die APCR hat er auf der 3, hat er 2 Clips dabei. Aber ich finde auch schon mit AP 232 mm, oh, er ist jetzt hier aufgegangen. Das war jetzt nicht so gut gefahren. Das ist ziemlich gut eigentlich. Denn wenn wir uns überlegen, den Tiger 2, der auch schon eigentlich eine ziemlich gute Kanone hat, der hat nur 225. Von daher kann man sich, was die Pen-Werte angeht, bei diesem Fahrzeug nicht beschweren. Er ist jetzt hier so ein bisschen am Rumdümpeln. Man hat irgendwie das Gefühl, dass Silberzwiebel nicht so richtig weiß, was er jetzt machen soll. Er will nicht direkt auf die Heavy Lane. Da ist der T-37 wieder. Oh, gesnappt. Oder halb gesnappt. Er traut sich nicht nochmal einen Schuss nachzusetzen, obwohl, ja, der hätte schon noch treffen können. Also wenn er jetzt eh nachladen wollte, hätte er auch noch durchaus einen Blindschuss dahin schießen können. Denn er lädt jetzt nach. 47 Sekunden haben wir gesehen, in der Anzeige stand im Chat. Also das ist schon eine Hausnummer. In dieser Zeit steht man wirklich rum und sollte man sich verstecken und am besten nicht aufgehen, denn man kann sich nicht erwehren. Und jetzt natürlich das Problem,
dass er seinem Bulldog dort nicht helfen kann. Er hat noch 20 Sekunden und ich glaube, so lange lebt der Bulldog nicht. Ne, da ist er raus. Und es steht schon 2 zu 5. Er hat jetzt gleich nachgeladen. Ist da irgendwas bewirkbar? Aber die Ziele gehen zu. Ach, Mist. So, da haben wir jetzt... da kann er schön abfarmen. Nummer 1, raus. Da ist er jetzt bestimmt aufgegangen. Ja. Rechts ist ein FV4202P. Und dort ist ein IS-3, der auch wieder zugeht. Ach, das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Aber auf den hätte er, glaube ich, eh nicht wirken können, weil der IS-3 wohl die Arti sucht, die dort aber leider nicht steht. Oder was heißt leider? Die steht da nicht. Er ist jetzt hier wieder aufgegangen. Er versucht jetzt zusammen mit seinem Teammate den eigenen Cap zu verteidigen. Warum er da jetzt nicht versucht, den FV irgendwie zu beschießen, verstehe ich nicht ganz. Er zieht sich jetzt noch weiter zurück. Es ist, ich finde, bis jetzt ein relativ ungewöhnliches Gefecht für diesen AMX 50-100. Es war noch keine Situation dabei, wo er irgendwie aggressiv in die Seite von dem Panzer oder jemanden flankiert hat und da seinen kompletten Clip irgendwie entladen hat. Jetzt hier der Jagdtiger. Kann er ihn rausnehmen? Komm schon. Na, nicht ganz. Oh, das war der Tiger 2. Kommt er nochmal? Oh, schöner Schuss. Er hat jetzt noch eine Kugel. Und... Autsch, er lädt nach. Und der T-25-2 zieht ihm tatsächlich das Munitionslager. Ja, jetzt hat er ein Problem hier. Jetzt hat er genau das Problem. Er ist im Reload, der FV steht da, der T-25-2 setzt ihn unter Druck. Und er muss jetzt erstmal wegfahren, um in aller Ruhe nachzuladen. Die Arti schießt auf ihn oder auf den Kometen, wir wissen es nicht. Und jetzt müssen wir hier noch 30 Sekunden warten. Und in der Zeit muss er sich auf seinen IS-3-Kompagnon verlassen, dass er erstens so lange lebt und zweitens ihm die Gegner halbwegs vom Hals hält. Ich würde jetzt als erstes versuchen, den T-25-2 rauszunehmen, denn der kann den IS-3 in die Seite flankieren und ihn rausnehmen. Für den braucht er 3 Kugeln. Genau, jetzt schön flankieren. Da sehen wir jetzt gleich die Stärke des AMX. Er fährt ihn generell gerade sehr defensiv und das war der T-25. Nicht noch reinfallen in den Schuss, nein! Och, er braucht sogar 4. Den jetzt. Der Schuss war jetzt unnötig, würde ich mal sagen. Und natürlich braucht er nicht 2, sondern 3 Schuss, denn der T-25 hat 900 Hitpoints. Das habe ich gerade falsch gerechnet. Er ist jetzt wieder am Reload und jetzt ist natürlich, jetzt ist es schwierig. Ich glaube, sein Teammate oder sein Kumpel wird nicht so lange leben. Aber was ich machen würde an seiner Stelle, ich würde versuchen, über die 6er-Linie nach unten zu fahren und den IS-3 in den Rücken zu kriegen. Er steht jetzt hier rum, will natürlich nicht aufgehen. Und hat noch 16 Sekunden. Wenn er den IS-3 in die Seite bekommt, ist es auf jeden Fall kein Problem, ihn rauszunehmen. Er kann sich mit Glück sogar noch einen Schuss fangen. Darauf würde ich mich aber nicht verlassen. Er wartet jetzt, bis er dem IS-3 irgendwie in die Seite schießen kann. Ich verstehe nicht ganz. Ich würde jetzt aggressiv fahren. Ich würde jetzt wirklich aggressiv hier links lang fahren und den IS-3 von hinten holen. Oder er macht es halt, ja. Wir sehen nämlich, was das Problem ist. Er ist jetzt erstmal aufgegangen und jetzt kann er erst auf den IS-3 wirken. Und der interessiert sich zum Glück nicht für ihn. Oh, gekettet. Das war wichtig jetzt. Sonst hätte er ihn nämlich nicht rausnehmen können. Das war jetzt ein bisschen glücklich. So, jetzt auf jeden Fall in Bewegung bleiben, dass die Arti nicht schießen kann. Wie viel Hitpoints der Jagdpanther hat, weiß ich nicht. Und er lädt jetzt nochmal nach. Das... er hätte mit 3 Kugeln den Jagdpanther rausbekommen. Der Jagdpanther 2 schießt wohl Gold. Zumindest schreibt das der IS-3. Boah. Es gibt jetzt im Grunde 2 Möglichkeiten. Man versucht, den Jagdpanther irgendwie zu umrunden. Sich frontal mit ihm anzulegen, ist keine gute Idee. Denn der hat eine richtig fiese Kanone. Zumindest, wenn er die Top Gun drauf hat. Oder man schaut jetzt erstmal,
Ob man die Artis findet? Den Baum umzufahren ist nicht so eine gute Idee, denn damit kann man schon mal seine Position verraten. Aber gut. Wir sehen, mit 50 Sachen ist das wirklich ein sehr mobiler, schwerer Panzer. Also der hat schon deutliche Tendenzen zu einem Medium-Panzer. Ja, der Komet geht jetzt raus. Und er will sich jetzt wirklich... Oh, ich schreibe da noch, fuck, 1500. Ja, sorry. Klar wäre es eine Option gewesen, ihn zu unterstützen. Aber die Artis rauszunehmen ist eine auch legitime Variante. Da ist die erste Arti. Schöner Snapshot. Den hat mich schon vorbeifliegen sehen. Der Jagdpanther steht jetzt im Cap. Tja, die Lorraine ist mit dem Jagdpanther im Platoon und die ist schnell. Es ist keine Garantie, dass die noch irgendwo hier hinten am eigenen Cap rumsteht. Deswegen würde ich jetzt auch versuchen, den Jagdpanther rauszunehmen, damit der Cap gesichert wird. Ich bin gespannt. Ich vermute, dass der Jagdpanther in seine Richtung gucken wird, denn ja, das ist der kürzeste Weg zurück. Eine Möglichkeit wäre jetzt, auf der G-Linie lang zu fahren, um in Deckung zu bleiben, um dann drauf zu spekulieren, dass man den Jagdpanther in die Seite oder ins Heck bekommt. Das würde ich jetzt versuchen. Er hat noch halbwegs ausreichend Zeit dafür, denn wenn er jetzt hier rausfährt, muss er eigentlich damit rechnen, dass er erstens aufgeht und dass der Jagdpanther auch schon in diese Richtung eingezielt ist. Aber wir werden es gleich sehen. Nein, ist er nicht. Er geht zwar auf. Genau, absolut richtig gemacht. Erstmal den Cap resettet. Jetzt würde ich hier ein bisschen rumtingeln, um dem Jagdpanther das Gefühl zu geben, dass man hier stehen bleibt. Die Arti hat geschossen. Und auf jeden Fall jetzt nochmal die Position wechseln, um mit den restlichen drei Kugeln den Jagdpanther rauszubekommen. Er hat jetzt mittlerweile 4300 Schaden gemacht und 4 Kills. Also jetzt wird es wirklich zu einer guten Runde. Am Anfang ja schon sehr defensiv und passiv gefahren. Da ist die Arti. LOL. Boah, was für ein Snapshot. Und jetzt, ha, schnell nachladen. Oder erstmal versuchen, die letzte Kugel in... Ja, jetzt braucht er nicht mehr nachladen. Jetzt muss er mit der Kugel auf jeden Fall resetten und dann nochmal nachladen. Er hätte genug Zeit gehabt, das komplette Magazin nachzuladen. 47 Sekunden, um dann in den letzten Sekunden nochmal den Decap zu machen. Aber vielleicht hat er einfach nicht auf den Timer geschaut. Das kann natürlich sein. Und ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr, wie viele Hitpoints der Jagdpanzer noch hat. Vielleicht reicht ja auch eine Kugel. Ich glaube schon. Der ist jetzt ziemlich low life. Komm schon, jetzt musst du ran. Jetzt musst du ran. Noch 15 Sekunden. Ich würde rechts rumfahren. Rechts rum. Du hast nicht wirklich viel Gun Depression. Das ist jetzt... ich wäre rechts rumgefahren. Da ist er. Das hat jetzt irgendwie ganz schön lange gebraucht, bis der Jagdpanther ihn gesehen hat. Wir haben es gesehen, seine Reaktionszeit war wirklich schlaftablettenmäßig. Und das hat ihm die Chance gegeben, mit der einen Kugel in aller Ruhe einzuzielen und den sicheren Kill zu setzen. Er hatte jetzt auch den Vorteil, dass er oberhalb des Jagdpanthers stand und dass deswegen der Winkel der oberen Wanne nicht so optimal war für den Jagdpanther. Trotzdem hätte ich, glaube ich, wenn ich das mit dem Timer mitbekommen hätte, wir wissen das ja nicht, versucht nochmal einen kompletten Clip zu laden, um einfach sicher zu gehen, den Decap zu machen. Denn die Kugel hätte auch genauso gut in die Ketten gehen können. Oder, also wenn sie in die Ketten gegangen wäre, hätte er die Cap, dann hätte er nochmal Zeit gehabt nachzuladen. Aber wenn sie einfach abgeprallt wäre, dann hätte der Jagdpanther einfach durchgekappt. Aber gut, Glück gehabt. Am Anfang schön passiv gefahren und am Ende ordentlich aufgeräumt. Wir gucken uns mal die Auswertung an. Es war ein Panzerass. Herzlichen Glückwunsch
Am Anfang dachte ich, naja, wie wird die Runde denn ausgehen? Du hast dich sehr passiv verhalten. Gut, ich kenne den Panzer nicht. Vielleicht ist es auch mit dem Panzer einfach die richtige Entscheidung. Aber ich hätte schon erwartet, dass man mit diesem Fahrzeug versucht, ein bisschen zu flankieren. Das hat mir am Anfang gefehlt. Aber es hat sich ja am Ende gelohnt, dass du ein paar Hitpoints noch hattest, die du einsetzen konntest, beziehungsweise auch einfach noch ja, am Leben warst, um da die Artis und den Jagdpanther rauszunehmen. Sehr schöne Runde. Es gab noch den Schläger, es gab Wirkungsfeuer, es gab den Defender, Verteidiger oder wie das auf Deutsch heißt, Großkaliber und Top Gun für 6 Kills. Sehr schön. Insgesamt waren es 4.911 Schadenspunkte. Das ist für den Tier 8 Panzer mega mäßig geil. 6 Kills, 1.378 Basiserfahrungspunkte. Und ja, 100 Decap Points, 86 Schaden ermöglicht. Okay, das ist eher zu vernachlässigen. Mit Premium Account waren es dann 37.500 Credits. Wir sehen, was das Problem der Autoloader ist. Wenn man wirklich viele Clips raushaut, dann sind auch, wenn man nicht Premium Munition schießt, die Munitionskosten relativ hoch. Also wir sehen, brutto waren das fast 70.000 und es kommen am Ende ja ein bisschen mehr als die Hälfte bei raus. Aber 37.000 sind trotzdem noch ein schöner Wert. Es war der Tagessieg. Es gab noch den Bonus für das Platoon. Und am Ende sind das dann 4.341 Erfahrungspunkte. Das ist nice. Das ist richtig nice. Tja, vielen Dank auch an dich, Silberzwiebel, für deine Runde im AMX 50-100. Wenn es euch wie immer gefallen hat, die beiden Runden erst im CDC und dann im AMX 50-100, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt eure Kritik oder eure Meinung zu den Gefechten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.